Er hat die Landesfinanzen im Auge und ist zusätzlich für das Ressort Mobilität zuständig. Wie sich die Corona-Krise im Budget niederschlägt und wie Mobilität und Finanzen vernetzt sind, darüber spricht Finanzlandesrat Ludwig Schleretzko im N1-Gespräch. Herr Landesrat, Sie haben die zwei Ressorts Finanz und Mobilität. Wie passt das zusammen? Das passt insofern natürlich sehr gut zusammen, weil Mobilität auch Geld kostet. Wir investieren sehr viel in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Niederösterreich. So haben wir zum Beispiel die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 um rund 40% gesteigert. Wir werden in den nächsten 10 Jahren auch noch mehr als 1,1 Milliarden Euro investieren in die Angebote der ÖBB. Um dieses Geld wird sich zum Beispiel die ÖBB 100 neue Cityjets kaufen. Nicht nur, aber auch. Also wir investieren sehr, sehr viel Geld in den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich. Ein Thema, das uns besonders beschäftigt hat in den letzten Monaten, Covid-bezogen natürlich, ist das Thema der Auswirkungen von Homeoffice und Telearbeit auf den Verkehr, auf die Mobilität im ganzen Bundesland. Wir haben dazu eine Umfrage gestartet. Wir wollten das fundiert aufarbeiten, auf Fakten basiert, gemeinsam mit Regierungskollegen aus der Wirtschaft und aus dem Arbeitsmarktbereich sind wir zu dritt herangegangen an dieses Thema und haben hier für die Mobilität in Niederösterreich Interessantes feststellen dürfen. So war es zum Beispiel so, dass hier rund 1,9 Millionen Kilometer pro Tag eingespart wurden, wenn man das so ausdrücken möchte. Mehr als 70.000 Fahrten sind nicht getätigt worden. Das verschafft uns auch einen Vorteil, wenn es um die CO2-Bilanz geht, also um die Klimabilanz. 78.000 Tonnen CO2, die nicht zu tragen gekommen sind, das ist äquivalent mit ca. 39.000 E-Fahrzeugen. Eine gewaltige Zahl, wenn man sich anschaut zum Vergleich. Zurzeit gibt es in ganz Niederösterreich 52.000 E-Fahrzeuge oder Hybridfahrzeuge. Also man spart hier wirklich auch CO2 und man tut hier dem Klima etwas Gutes, wenn man nicht so viel unterwegs ist und das eben ersetzt wird durch Homeoffice oder den Telearbeitsplatz. Das heißt, wie kann man diesen Effekt jetzt aus einer Krise heraus in eine gute Zeit hinüber retten? Also es ist natürlich schon so, dass viele Firmen und viele Arbeitgeber, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesehen haben, dass Homeoffice wirklich gut funktioniert, dass Videotelefonie funktioniert, dass man gewisse Tätigkeiten auch aus der Ferne abwickeln kann mit digitalen Lösungen und dieser Test im realen Leben hat gut geklappt. Und ich glaube, viele davon werden weiterhin auf dieses Instrument Homeoffice, Telearbeitsplatz, Videokonferenzen weiterhin setzen. Sie haben mit Finanzen ein sehr angeschlagenes Ressort momentan. Das heißt, wir müssen hier wirklich einen Ausgleich über Schulden machen, aber wir sind fest davon überzeugt, dass das gut investiertes Geld ist. Das Geld wird ja auch benutzt oder in großen Teilen benutzt, um Gesundheit sicherzustellen. Wie gesagt, wir erleben gerade eine Gesundheitskrise, das heißt, wir müssen dort Geld investieren. Wir wollen natürlich auch im Wesentlichen die Wirtschaft unterstützen. Es geht darum, Arbeitsplätze zu sichern. Es geht darum, Existenzen zu sichern, die Menschen in Lohn und Brot zu halten. Und deswegen werden auch weiterhin in den nächsten Jahren Investitionen von Seite des Landes Niederösterreich getätigt. Das heißt, Niederösterreich ist ein prosperierender Wirtschaftsmotor. Schauen Sie hier doch auch mit gutem Gewissen und guten Visionen in die Zukunft? Ich glaube, vom heutigen Standpunkt aus kann man sagen, dass Niederösterreich immer ordentlich gewirtschaftet hat. Die niederösterreichische Wirtschaft war immer tatkräftig und war hier immer ein Motor, was die Entwicklung des Landes betrifft. Die Zeiten machen es uns nicht leichter. Wir alle können noch nicht abschätzen, welche Auswirkungen Covid haben wird, auch auf die Wirtschaftsleistung des Landes. Aber wir sind ja sicher breiter aufgestellt als andere Bundesländer. Zum Vergleich, im Westen gibt es sehr viele, bei denen der Tourismus einen wesentlich größeren Faktor spielt bei uns. Wir sind in Niederösterreich breit aufgestellt im Wirtschaftsbereich und diese Diversität, diese Breite im Wirtschaftsbereich hilft uns auch in dieser Krise. Wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag verändert? Also bei uns ist natürlich das Instrument der Videotelefonie auch viel stärker geworden in den letzten Wochen und Monaten. Wir halten auch unsere Regierungssitzungen derzeit nicht physisch ab, sondern wir sitzen per Videotelefonie zusammen, um hier auch die notwendigen Sicherheitsauflagen zu gewährleisten. Es fallen natürlich bestimmte Veranstaltungen aus. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wie gesagt, die budgetäre Situation trägt ja auch dazu bei, dass wir uns sehr, sehr intensiv mit dem Budget, mit den Finanzen auseinandersetzen. Das bedeutet natürlich auch viel Arbeit im Büro, viel Arbeit in den Akten, viel Arbeit mit Statistiken, viel Austausch mit Wirtschaftswissenschaftlern, ähnlichen Experten. Also es ist genug zu tun. Wie behält man da den kühlen Kopf oder den klaren Kopf bei so vielen Zahlen? Mit möglichst vielen und langen Spaziergängen an der frischen Luft.